Nach der Beschlagnahmung eines Schulgebäudes neben der russischen Botschaft in Warschau hat Russland Ermittlungen angekündigt. Ein entsprechendes Komitee teilte am späten Samstagabend mit, man wolle die Rechtslage überprüfen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Polnische Medien berichteten, die Schule werde von Kindern russischer Diplomaten besucht. Moskaus Botschafter in Polen, Andrejew, erklärte gegenüber staatlichen russischen Nachrichtenagenturen, die Schule sei ein diplomatisches Gebäude. Nach Angaben des polnischen Außenministeriums gehört es dem polnischen Staat. Polen habe im Rahmen des Gesetzes gehandelt. Russland kritisierte die Beschlagnahmung durch die polnischen Behörden als feindseligen Akt und kündigte eine, Zitat, harte Reaktion an. Schon seit längerem sind die Beziehungen zwischen Polen und Russland angespannt. Wegen des Krieges in der Ukraine hat sich das Verhältnis weiter verschlechtert.